Freunde, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Mario Odyssey normal gespielt habe. Seit 4 bis 5 Jahren spiele ich das Spiel nur mit Trickjump und Speedrun-Movement. Viele Etappen werden damit einfach übersprungen und deswegen habe ich mich gefragt, würde es mich nerven, wenn ich das Spiel heutzutage normal durchspiele? Sogar ohne Cap-Jumps, also dahin laufen, wo Nintendo möchte, dass man hinläuft. Bei dem integrierten Hilfemodus des Spiels werden Pfeile auf dem Boden abgebildet, die euch zeigen sollen, wo ihr hinlaufen müsst. Also, zumindest wenn es nach Nintendo geht. Und das machen wir heute, einfach nur den Pfeilen folgen. Wäre doch mega unlucky, wenn der Mario Odyssey Speedrun Weltrekordhalter mir ausgerechnet bei diesem Vorhaben live zusieht. This is not my actual skill. This is a challenge. Viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, Leute. Bowser hat Peach entführt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal diese Cutscene einfach nur angeguckt habe. Ich will die ganze Zeit auf Skip drücken, aber ich darf nicht. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich das erste Mal dieses Spiel spielen. Ah, okay, ich kann meine Kamera bewegen. Unglaublich. Hier ist der Hilfemodus, okay. Also wir wechseln jetzt zum Hilfemodus und dann folgen wir einfach mal den Pfeilen. Also das Spiel will, dass ich hier auf den Berg raufgehe. Ach ja, das macht ja auch Sinn, weil da Cappy ist. So, und wir gehen den normalen Weg. Nicht rollen. Warum darf ich nicht rollen? Das ergibt gar keinen Sinn. Als ob Rollen eine Advanced-Technik ist. Ich glaube, ich habe diese Cutscene nur einmal in meinem Leben komplett gesehen. Warte mal, ich kann... Wait, what the fuck? Ich kann in der Cutscene meine Das wusste ich nicht. So, also hier geht es darum, Mario in 2 Hälften zu zerteilen. Schön den Weg entlang. Da, wo die Pfeile uns hinführen. Ja, und was muss ich hier machen? Y-Münzwurf oder schüttle den Pro-Controller, um zu werfen. Verrückt. Einfach 2017 Super Mario Odyssey Let's Play. Also natürlich könnte ich jetzt theoretisch den hier machen. Zack, 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 zack. Aber das macht mir natürlich nicht. Boah, diese Cutscenes, wirklich. Ich will die skippen. Ah, nee, 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 nee. Ich muss hier lang. Ich muss erst hier rauf. Dann hier rauf. Am besten alle Münzen einsammeln, weil vielleicht braucht man die später. Und dann hier hoch. Mann, das triggert mich todes. Hey, warte mal, springt der Auto... Oh, das wusste ich gar nicht. Der springt automatisch auf die gelben Goombas. Ey, ich habe das Gefühl, ich lerne hier viel mehr über das Game, als wenn ich das Speedrunne. Das Nervigste ist es, diese Cutscenes anzugucken. Okay, wie bekämpfe ich den? Ah, okay, krank. Ich glaube, der rote Pfeil bedeutet, dass ich auf ihn springen soll. Lest die Texte durch. Junge, ihr könnt selber lesen. Was soll die Scheiße? Ich bin einfach The Flash. Schnell wie der Blitz. So, Leute, ich werde euch das nicht vorlesen. Ihr könnt selber lesen in Lichtgeschwindigkeit. Also jetzt mal ohne Spaß. Ich war noch nie hier. Hier an diesem Punkt habe ich noch nie gestanden. Ah, man kann sogar den Ketten und kapern. Unglaublich. Wo sind denn die Pfeile? Wo muss ich denn hin? Ah, Spiel, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Es sieht so aus, als wenn du noch nie Mario Odyssey gespielt hast. Ja, ich muss es halt so spielen, wie es von Nintendo vorgegeben ist. Also im Normalfall würde ich einfach da hochspringen und zum T-Rex. Aber wir gehen jetzt hier lang, weil Nintendo möchte, dass wir hier lang gehen. Oh mein Gott. Also ich glaube, wir haben hier 2 Möglichkeiten. Entweder in den T-Rex werden oder mit dem Ketten und diese Mauer zerstören. Ich glaube, wir entscheiden uns für den T-Rex. Niemand kann uns was, denn wir sind ein T-Rex. Raw Sternchen. Was ist denn hier? Oh, ist das etwa eine 2D-Passage? Also wir gehen genau dem Fallen entlang. Warte mal. Oh mein Gott, Freunde, ich habe ein Geheimnis herausgefunden. Was ist denn das? Ist das etwa ein Mond? Verrückt. Ich weiß, ich wirke vielleicht ein bisschen abgefuckt, aber eigentlich bin ich nur müde, weil ich heute einen relativ langen Tag hatte. Also ich habe heute super viel erledigt, weil keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt. Ich mache dieses Jahr endlich Fahrschule. Also ich habe mich davor immer so ein bisschen gesträubt, weil ich wie gesagt in der Innenstadt von Köln gewohnt habe und mit der Deutschen Bahn immer gut klarkam. Aber die Deutsche Bahn ist halt echt saunervig. Und ich sehe viele, viele Vorteile am Auto. Deswegen werde ich nächsten Monat den Führerschein machen. So, ich glaube, ich habe genug... Monde. Ja, ich habe genug Monde. Hier kann ich meine Kamera auch die ganze Zeit drehen. Verrückt, Leute, verrückt. Bitte hör auf, so zu tun, als hättest du das noch nie gesehen. Hä? Ich habe das doch nie gesehen. Okay, also das Spiel möchte, dass ich hier lang gehe. Irgendwie fühlt sich das ganz komisch an, die Monde in der Stadt nicht einzusammeln. Langweilig. Junge, wer spielt denn das so? Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Selbst wenn man nichts beherrscht in diesem Spiel. Wer spielt das so und ist über 4 Jahre alt? Wir rollen uns zum nächsten... Oh mein Gott, nein! Ich habe Schaden genommen. Schaden! Okay. Oh, mein Marios Nase. Ich wusste nicht, dass es auch in der Cutscene ist. Okay, Leute, wir kommen hier nicht durch. Hier sind überall solche Kakteen. Das war's mit Mario Odyssey. Bis zum nächsten Mal. Jahuhuhui. Und immer schön auf die Leute. Drückt Glocke... Okay. Oh mein Gott, oh, wie cool sieht das aus. Oh, das ist so schade, dass man das so selten sieht. Also Wüstenland bei Nacht. Ich finde, Wüstenland bei Nacht sieht viel, viel cooler aus. Guckt euch das doch mal an, Alter. Moin, moin. Ich würde dich gerne reiten. Das habe ich schon mal zu anderen gesagt. Ja!
So, wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Boah, das habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Okay. Schön ausrichten. Umdrehen. Und... Ja! Hubi! Das war doch nicht so schwer. Hubi, wo liegt das Problem? Sorry. Aber das ist doch legit nicht möglich. Nur dafür bin ich hier reingegangen. Nur dafür. Einfach für den Spruch. Der Hubi. Vor allem, das war einfach 2008. Ich wusste nicht mal, wer er ist. Ah, yes, 2008. Habe ich 2008 gesagt? Ich meine 2018, Leute. Sorry, ich bin ein Boomer. 2018 liegt für mich immer noch in der Zukunft. Oh mein Gott, Leute. Hier sieht es ja cool aus. Versteht ja cool, weil es... Ach, egal. Stehen bleiben, keine Pfeile. Stimmt. Ich bleibe hier jetzt einfach stehen. Denn Pfeile werden nicht mal angezeigt. Hey, guck mal, ich mache alles richtig. Tatsächlich war die Lösung, stehen zu bleiben. Ich weine gerade, wenn ich das sehe. Es tut wirklich weh. Hä? Bro, ich habe nicht genug Monde. Warum zeigt der Pfeil auf den Globus? Ich kann nicht gehen. Mir fehlen immer noch 3 Monde, Bro. Oh, er will das... Okay. Hey, Toad. Tiptoad, kannst du mir bitte sagen, wo Monde sind? Ich weiß es nicht. Was? In der Stadt sind Monde? Wer hätte das gedacht? Das ist so dreckig, oder? Der Pfeil hat mich dazu gezwungen, 50 Münzen bei dem Tiptoad auszugeben. Unglaublich. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Hm, ich frag mich, wo... Oh! Was für ein Zufall. Oh, warte. Er will mich wieder zum Tiptoe schicken. Alter, scheiß mal auf den Pfeil. Der blaue Pfeil, ne? Der will, dass ich arm bin. Der ist neidisch auf mein... Der ist neidisch auf mein Hab und Gut. Der sieht so diese 236 Münzen, denkt sich so, yo, Mario, du Bastard. Du bist mir viel zu reich. Geh zum Tiptoe. Nee, wir gehen schön hier hoch und dann werfen wir auf den Globus. Okay. Boah, wisst ihr, für wen das so richtig schlimm sein muss? Für den Weltrekordhalter. Pyron ist gerade live, also der Weltrekordhalter. Der soll das Spiel mal so spielen. Pyron 18 sagt, er kennt dich. Boah, das ist wirklich der schlimmste Moment, wo man so kommuniziert. Beziehungsweise wo man so ein bisschen Kontakt herstellt, ne? Weil stell dich mal vor, der Speedrecon-Weltrekordhalter, der guckt mir jetzt zu und denkt, ich spiele so. Der denkt, das ist mein Können. Der kann ja kein Deutsch. Was ist das für ein NPC, denkt er auf jeden Fall. This is not my actual skill. This is a challenge. I try to play Mario Odyssey in a normal way. Good luck. Thank you. I need this. Krankenwagen. There's all a new in German. What about Wiener Würstchen? Where are the arrows? I don't know where I have to go. Please. Game, help me. I'm stuck. Step, bro. I have to go now. Bye. Good luck. Thank you very much, man. Vor allem, das sind aber die Streams, wo man es nicht erwartet, ne? Also, ich habe einfach angeschmissen. Voll cool. So, jetzt schön nach den Pfeilen gehen. Und jetzt ein impossible jump. Spaß, Leute. So etwas machen wir hier nicht. Aua. Ich weiß nicht, so New Donk City bei Nacht finde ich irgendwie, also generell finde ich bei Nacht alles atmosphärische. Ich bin wohl ein düsterer Nachtfan. Ich finde auch, darüber habe ich gestern nachgedacht, also ich war gestern Nacht durch Köln so ein bisschen, also bin ich so ein bisschen durch Köln gelaufen und es hat geregnet. Und ich finde, Großstadt bei Regen in der Nacht, das sieht immer richtig schön aus. Boah, vor allem in Tokio. Ich weiß noch, wie geil das in Tokio aussah, als wir da rumgelaufen sind. Und alles hat sich auf dem Boden gespiegelt. So beautiful! Okay. Ah! Wieso bonk ich denn immer? New Donk City? Wohl eher New Bonk City. Sorry. Oh, ist das etwa ein Bossfight? Also, dass Hilfenmodus, die mir hier nicht hilft, finde ich schon frech. Bam, bam, bam. Was geht ab? Rosalina. Hab ich Rosalina gesagt, Leute, ich bin so ein... Ich weiß, dass es Pauline ist, aber manchmal sage ich Rosalina. Das ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Also das Game ist schon ziemlich langweilig, wenn man das auf die Art und Weise spielt. Wobei, ich glaube, fürs erste Mal, dann macht das natürlich Spaß, so das Game auf die Art und Weise zu zocken. Aber für mich, der da unendlich Spielstunden hat, fühlt sich das wirklich an, als würde man wieder die erste Klasse in der Schule besuchen. Vic Peach oder Pauline? Pauline. Weil Peach ist irgendwie so eine liebe, unschuldige Prinzessin. Und Pauline gibt mir so ein bisschen Thought-Vibes. Guckt sie euch an. Als ob sie nicht viel sexier ist als Peach. Also nichts gegen Peach, aber Pauline schon. Wer von euch sieht das hier zum ersten Mal? Voll geil, dieses Festival. Was geht? Hast du Bock ins Hotel? Let's go! Und wisst ihr, was das Coole an der Animation ist? Ich glaube, Pauline ist mit dabei. Doch nicht. Doch nicht. Da habe ich das falsch in Erinnerung. Vic als Synchronsprecher in einem Anime kann ich mir sehr gut vorstellen. Also früher habe ich mir mal vorgestellt, in so einem Anime mitzusprechen. Also wenn ich mir aussuchen könnte, wen oder was ich spreche in einem Anime, dann würde ich so einen Gauner sprechen. Was bist du denn für einer? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Willst du etwa aufs Maul? Ich kann auch die Patrick Star-Stimme ganz gut. Hallo SpongeBob. Hast du mich etwa Spitzbob genannt? Warte mal, wo bin ich denn hier? Oh, überall Wasser. Und ganz viele Fische. Und ich kann die Bernd das Brotstimme sehr gut. So ein Mist. Warte mal kurz. Ist das etwa? Das ist doch nicht Super Mario. Wo bin ich denn hier gelandet? Bernd das Brot zum Synchronsprecher irgendwann keinen Bock mehr hat. Dann kann ich gerne einspringen. Let's go! Gotta go fast! Gotta go fast! Gotta go faster, 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 faster. Beep, beep.
Von wem ist das, Leute? Ha? Man of Culture im Chat? Haudo hat geschrieben Sonic X. Gute Serie. Jetzt kann ich mir quasi aussuchen, ob ich den normalen Weg gehe oder ob ich so ein Hothead bin. Das Spiel bietet mir so viele Optionen, Freunde. Oh, okay, jetzt wird's tricky, Leute. Passt auf. Okay. Oh! Laufe über die Lava. Ja, aber ich habe ja den härteren Weg genommen, ne? Also theoretisch darf ich ja beides. Aber es stimmt schon. Also die Pfeile waren über der Lava. Also ich hätte einfach sterben sollen, laut den Pfeilen. Die Pfeile wollten durch die Lava. Das ist so richtig wütend. Regelverstoß nochmal von vorne. Ja, aber das war ja trotzdem der normale Weg, Freunde. Das war halt nur der härtere Weg, weil ich kein Hothead mehr war. Die Pfeile sind die Law. Ja, Leute, könnt ihr nicht ein Auge zudrücken, so? Also man geht doch auch mal ab und zu im echten Leben über Rot. Seid ihr schon mal über Rot gelaufen oder würdet ihr so etwas niemals tun? Nein, 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 okay. Sorry. Ich bin wirklich kurz vorm Einpennen. Das ist die schlimmste Challenge, wenn es darum geht, wach zu bleiben. Aber ich hätte schon mal wieder Bock, einen echten Speedrun zu machen. So, ich glaube, hiernach muss ich echt mal wieder Speedrun, um klar zu kommen nach dieser Challenge. So, also die Pfeile sagen nicht, dass ich den bekämpfen muss. Ich gehe einfach in ihn vorbei. Oh mein Gott, ist das... Eigentlich passt hier Fahrstuhlmusik besser. Ich schwöre, ich fäng gleich ein. Also, ich bin wirklich gerade fast eingeschlafen. Freunde, es fehlt nicht mehr viel. Mondland, Endbossfight und Bowserflucht. Also, ich finde das wild. Mario will die Hochzeit aufhalten, aber zieht sich trotzdem um für die Hochzeit. Die Pfeile wollen nicht, dass ich hier außen rumgehe, um mich nicht in Gefahr zu begeben. Die Pfeile wollen, dass ich mich in Gefahr begebe. Das finde ich so wild. Im Normalfall würden wir einen Mondjump machen, also einfach da hochspringen. Aber das dürfen wir nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diese Section gesehen habe. Wow. Mondhöhlen im Untergrund. Das ist so wild, hier zu sein. Ich meine, es ist keine harte Section. Es ist jetzt auch keine wirklich lange Section. Aber es ist geil, dass du das komplett skippen kannst, ne? Man hat wirklich das Gefühl, okay, shit is getting serious. Jetzt kommt das Finale. Aber ist, guck mal, jetzt haben wir endlich mal einen Grund, diese Section mal wieder zu besuchen. Ich meine, wann kommt man schon dazu? Okay, das ist eine geile Stelle. Jetzt sind wir dieser Riesenkugel, Willi. Und bimseln alles weg, was uns in die Quere kommt. Das ist übertrieben cool. Ist schon... Oh, warte. Stopp. Es tut mir so leid, Leute. Schön. Dem Fallen entlang. Das war so ein geiles Gefühl, als man das erstmal durchgespielt hat. Ich habe es das erstmal durchgespielt, bevor ich es gestreamt habe, weil ich bekam das Spiel einen Monat vor Release von Nintendo. Ich saß da wirklich wie ein kleines Kind vor dem Fernseher, habe mich auf den Boden gesetzt, auf den Teppich und das Ganze einfach komplett für mich durchgespielt. War schon geil. Haltet die Hochzeit auf! Bowser ist so groß. Warum ist er hier so riesig, aber in der Endcredits ein bisschen größer als Mario? Das hat Nintendo noch nie erklärt. Weil vergleicht das mal, Alter. Guckt euch das mal an. Das ist ein Giant. Es ist immer noch nicht vorbei. Hoffentlich bekomme ich gleich das letzte Mal blaue Pfeile. Ja, blaue Pfeile, let's go. Die Cutscene, die gucke ich mir gerne nochmal an. Die ist geil. NES, Super Mario Bros. 2, SNES, Mario 64, Mario Sunshine. Einfach nochmal alles in Retro-Perspective. Habe ich mich wirklich gefreut. Habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen. Warum geben mir die blauen Pfeile nicht ein bisschen Platz? Ich glaube, die blauen Pfeile haben sich hier auch gegen mich gestellt. Die wollen mich ab hier auch aufhalten. Stell dir mal vor, am Ende ist das Spiel nicht vorbei. Auf einmal, man bekämpft einen riesengroßen blauen Pfeil, der dich angreift. Also Nintendo möchte, dass wir als erstes den hier kaputt machen. Das ist der richtige. Okay, wo müssen wir hin? Blauer Pfeil, schnell, navigiere mich. Ach, da ist ja auch eine Säule. Verrückt. Ungefähr 3 Stunden 25 Minuten haben wir gebraucht, um das Ganze durchzuspielen. Yeah! GG, wir haben Mario Odyssey normal durchgespielt. Es hat sich angefühlt wie 6 Stunden. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Ah.